Was treibt dich an? Was motiviert dich besonders? Und wer möchtest du sein? Ich glaube daran, dass jeder das Recht dazu hat, morgens aufzustehen und genau das zu tun, was er liebt. Jeder von uns sollte herausfinden, was sein ganz persönlicher Sinn im Leben ist. Werde dir darüber bewusst, dass du nicht ewig leben wirst und dass deine Zeit hier begrenzt ist. Nutze die Zeit, die du hast, um der Mensch zu werden, der du wirklich sein möchtest. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen durch Kampfkunst, Yoga und Bewegung zu erreichen und sie zusammenzubringen. Durch das Training möchte ich eine Möglichkeit schaffen, all die wunderbaren Facetten der Übungen für Körper und Geist auf das tägliche Leben zu übertragen und somit den Alltag besser zu meistern. Ich durfte erfahren, was es heißt, wenn niemand an dich glaubt. Wenn nur du und kein anderer weiß, dass all die Träume eines Tages Wirklichkeit werden. Stunden um Stunden verbrachte ich mit Training, malte mir meine Wirklichkeit, wie sie eines Tages sein soll, so real wie nur möglich aus. Viele Menschen wandten sich dabei von mir ab, aber mindestens genauso viele kamen in mein Leben dazu. Rückschläge, Niederlagen und Ängste waren keine Seltenheit. Doch letztendlich gibt es nur einen Weg, es doch zu tun. Nicht nur zu versuchen, sondern es wirklich zu tun. An sich zu glauben, auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, sich alle früheren Erfolge vor Augen zu führen, daran festzuhalten und immer nach vorne zu schreiten. Jeder hat mal Erfolg gehabt. Wenn dir keine prägenden Situationen einfallen, dann stelle dir Erfolgsmomente vor. Schaffe Referenzerlebnisse, die es nur in deiner Fantasie gibt. Und du wirst erfolgreich sein. Es wird Tage geben, an denen du nicht motiviert bist. Aber Motivation ist nur ein kleiner Helfer, wie der Wind in den Segeln. Deine Disziplin ist es, die dich schließlich an den Gipfel führen wird. Finde für dich selbst das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist. Und geh den Weg, den du gehen willst. Bleibe nicht stehen, sei immer in Bewegung. Denn Bewegung ist Leben. Und Leben ist ein Prozess. Verbessere die Qualität des Prozesses und du verbesserst die Qualität deines Lebens.